Leute, Protos hier. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Hearthstone. Heute habe ich euch einen Schurken mitgebracht, einen Good Old Miracle Rogue. Ja, also ist vielleicht nicht das beste Deck, um zu grinden, weil die Meta halt im Moment ziemlich aggro ist. Aber trotz alledem, ich habe voll Bock auf Schurken und mir ist halt eigentlich ganz egal, welchen Rang ich habe. Ich versuche da einfach mal damit, ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, ich kann euch damit gut unterhalten und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Den Dolchfächer, das kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen, weil der Diener hat mit mehr Leben. Der komische neue Spot, der Homunculus, wie der heißt. Der 2-4er Spot für 2 Mana. Ah. Ja. Keine wirklich gute Hand. Ja, ich weiß nicht, was für ein Diener der als nächstes auslegen wird. Also bewahre ich das Geheimnis mal. Wenn ein Diener euren Heldenangriff, greift er stattdessen einen seinen Nachbarn an. Ich lade einfach mal durch. Greif den an. Hätte ich da Geheim jetzt erst ausgespielt? Ja, das bringt sowieso nichts. Meucheln, irgendwie eine gefälschte Münze, Halluzination, irgendwas Brauchbares. Das Seelenfeuer, brech. Und der zieht noch eine Karte. Okay, der muss weg. Der muss weg. Ja, ich... Das ist das, was ich gedacht habe. Kann ich eigentlich schon längst aufgeben. Weil bis ich ein Board aufgebaut habe. Gut, der stirbt auf jeden Fall. Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Ich hau mich in der Ecke, echt. Nutze ich die Vorbereitung? Ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwas bringen. Nutze ich die Vorbereitung jetzt, um 2 Diener zu ziehen? Ja. Ich traf eine Frau ohne Sorge. Wer wagt es, mich zu beschwören? Oh! Der Bluthäscher ist weg. Wäre im Normalfall super gut, aber ja. Ich glaube nicht, dass ich bis in die 10. Runde durchhalte. Ne? Entfesselt mich. Ja. Nicht schlecht. Ich gebe auf. Er bringt ja hier nichts an der Stelle, ne?
Ist halt der gleiche, derselbe. Eure Seele wird mir gehören. Niemand in ja, aber Hexmeister, Hexmeister. Ah. Da bleibt mir ja quasi gar nichts anderes übrig, als wieder auf meinen Paladin oder meinen Krieger umzuswappen. Jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Behalte ich das Ausweiden? Behalte ich Ausweiden? Behalte Ausweiden. Alles klinisch getestet. Mhm. Das ist eine gute Geschichte eigentlich. Machen wir mal. Soll ich den triggern? Da ich nichts für die vierte Runde habe. Ha, so gut wie erledigt. Raus aus meinem Dschungel! Ja, dafür werde ich jetzt aber. Was werde ich denn? Wenn ich den jetzt spiele, um den zu aktivieren, kann ich in der nächsten Runde meine Mörderorchidee nicht spielen. Und die brauche ich auf jeden Fall für einen großen Diener. Lohnt er sich? Lohnt sich der Einsatz der Mörder-Orchidee? Ich riskiere dann einfach, Leute. Und zwar Non-Spot auf der Hand. Vielleicht auch noch mehr? Man weiß es nicht. Ich frage mich, ob... Das hat der Schurke, der ist wenig aggressiv genug. Verdammt. Was eine miese, fiese Missgeburt. Und was kommt jetzt? Das hat er super hingekriegt, der Bursche. Yeah,
Da mache ich mir meine schönen Sterne kaputt. Ich frage mich, ob... Ja, oh ja, sie werden jetzt lieben. Oha, oha, oha. Wie mache ich das denn jetzt am schlechtesten? Mein ist die Gerechtigkeit. Das muss ich wohl legen. Moment. Der hat bestimmt noch Seele entziehen auf der Hand. Ich nehme hier die 5 Schaden. Ich nehme die männlichen 5 Schaden. Ich zerstöre aber den hier. Mach den platt. Mach das so. Und greif damit an. Es rekrutiert den Dämonen und das ist der 9 Mana Spott, den er hat. Das ist es gewesen. Nicht schlecht. Ich gebe auf. Ja, das war ja meine Prognose von vornherein. Das Deck hat keine Chance. Leider kann man im Ranking halt nicht das spielen, worauf man Spaß hat. Schade. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem gut unterhalten. Und ihr seid auch bei meiner nächsten Partie wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Protois. Ciao.